Liebe Familie, liebe Freunde, ihr seht hinter mir ein ziemlich furchtbares Bild. Und ich werde immer wieder von Leuten gefragt, wie ich denn die Situation einschätze, was ich darüber denke, was ich dazu sagen würde. Und wir haben versucht, einige gute Dinge euch zugänglich zu machen oder darauf hinzuweisen, unter anderem das Video von Johannes Hartl, das wir als sehr hilfreich ansehen. Auch unser Nicht-Außenminister, auch unser Wirtschaftsminister hat einige gute Dinge gesagt in seinem Video, in seiner Videobotschaft. So zur politischen Lage und all dem möchte ich nicht allzu viel sagen. Da gibt es viele kluge, aber auch viele dumme Aussagen dazu. Mir stellt sich aber immer wieder die Frage, was würde denn Jesus dazu sagen? Und darüber will ich ein paar Gedanken weitergeben. Was würde Jesus sagen? Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann beginnen seine Endzeitreden in Matthäus 24. Und dort sagt er ganz schlicht und einfach, wenn ihr hört von Krieg und Kriegsgeschreien und von Terrorakten, würde ich hinzufügen, und von großem Elend, und dann sagt er, erschreckt nicht. Erschreckt nicht, sagt er. Und ich denke, hallo Jesus, was heißt das? Erschreckt nicht. Muss man doch erschrecken. Und wenn ich so mit ihm im Gespräch bin und sage, Jesus, wieso sollen wir nicht erschrecken? Das ist doch schlimm. Und dann sagt er, ja, das ist wirklich sehr schlimm. Und dann ist es, wie wenn er sagen würde, aber Thomas, warum erschreckt ihr eigentlich? Seid mal ehrlich zu euch selbst. Seid mal ehrlich. So seid ihr einfach. Das ist Teil von dieser Welt, dass sie in Mitleidenschaft gezogen ist, dass sie voller Gewalt ist. Das ist Teil dieser Welt. So seid ihr Menschen teilweise. Ihr habt eine gute Seite und ihr habt eine ganz dunkle, destruktive Seite. Warum erschreckt ihr? Schaut doch bitte den Tatsachen in die Augen. So seid ihr auch. Das ist Teil von euch, dass ihr Gewalt mit Gewalt beantwortet, dass ihr draufhaut. Das ist Teil dieser Weltzeit. Das ist so. Und wenn ihr Heilung wollen würdet, gäbe es nur einen Weg. Nicht noch mehr draufhauen, nicht noch mehr erschrecken, sondern letztendlich ganz einfach umkehren, würde er sagen. Ganz einfach umkehren. Erschreckt nicht. Das gehört leider, leider zu dieser Weltzeit. Ist viele Jahre her, da haben wir Ostern gefeiert, deshalb hier dieser Balken. Und wir haben als Jugend damals einen ersten Karfreitagsabendgottesdienst gemacht. Und wir waren mutig. Ich habe die Geschichte da und dort mal erzählt. Und wir waren mutig und wir haben den Abend Kreuzigungsabend genannt. Und dann war dieser Balken, das Querholz, das war festgeschraubt am Längsbalken. Und dann haben wir diese Nägel, ihr seht sie hier, angesetzt und dann mit diesem Hammer draufgeschlagen. Und ich erinnere mich noch, ich habe diesen Nagel gehalten und bevor ich mit dem Hammer draufgehauen habe, wurde es mir ganz mulmig, ganz übel, ganz elend. Und ich sagte noch so im Gebet, wie wenn ich sage, Jesus, ich hätte diesen Nagel nicht durch deine Handteller getrieben. Ich hätte das nicht getan. Und dann war die Antwort wie prompt von Jesus, dass er sagte, Thomas, wenn du römischer Soldat zu jener Zeit gewesen wärst, du wärst genau auch so einer, der draufgehauen hätte, der den Nagel reingehauen hätte. Und es hat mich so getroffen und begleitet mich bis heute. Und ich denke heute, manchmal, wenn ich im Gazastreifen leben würde
oder Israeli wäre, wie auch immer, ich will das nicht auf eine Ebene setzen. Versteht mich nicht falsch, es ist ein großer Unterschied zwischen den Terrorakten und dem, was Israel tut, indem es sich verteidigt. Aber ich will nur sagen, dass ich wahrscheinlich genauso draufhauen würde. Und Jesus sagt, so seid ihr Menschen. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich bin unschuldig. Und ihr habt mich auf bestialische Weise getötet. So eine Seite habt ihr Menschen in euch. So sieht's aus. Bitte seid ehrlich. Und zeigt nicht als erstes mit dem Finger auf die anderen und sagt die, sondern seid ehrlich. Und das war für mich, dieser Karfreitagabend, eine tief geistliche Erfahrung. Und ich werde die nie vergessen. Deshalb will ich nicht immer als erstes auf die anderen zeigen, sondern sagen, Herr, wenn ich heute dort leben würde, wenn ich damals Römer gewesen wäre, ich glaube, ich wäre nicht anders. Verzeih uns, vergib uns. Das wäre der erste Punkt, der uns Jesus, glaubt, sagen will, werdet ehrlich, werdet ganz ehrlich. Und dann wäre klar, folgt mir nach. Ich bin einen völlig anderen Weg gegangen, einen total neuen Weg, den die Welt nicht kennt. Nicht Vergeltung, sondern Vergebung. Ich bin diesen neuen Weg gegangen, der Frieden bringt. Einen anderen Weg gibt es nicht. Folgt mir nach. Nun weiß ich, dass die Situation in Israel, im Gazastreifen, in der Ukraine so verfahren ist. Und ich weiß, dass man nicht einfach eins zu eins das übertragen kann und sagen kann, Israel, hör auf. Aber ich weiß, dass das kein Weg ist. Und dann sagt Jesus, folg mir nach, Thomas. Leb du in deiner kleinen Welt. Nachfolge. Du in deiner Welt. Leb du das, was ich vorgelebt habe. Und das wird meinen Blick auch auf die großen Zusammenhänge ändern. Ich werde nicht schreien und poltern, sondern ich werde demütig einen anderen Weg gehen. Petrus, der macht das einfach. Er sagt, bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Er sagt, das Ende dieser Welt ist bald da und alles kommt zum Ziel. Das ist Hoffnungssprache. Und er sagt mit anderen Worten, es kommt zum Ziel, Gott hat es im Griff. Und dann sagt er weiter, deshalb seid wachsam und besonnen. Deshalb seid wachsam und besonnen, wenn Krieg und all diese Dinge, die wir sehen und erleben, das ist ein Zeichen für das Ende und für das Ziel, dass alles neu wird. Und dann sagt er, seid wachsam und besonnen. Und dann sagt er, werdet nicht müde zu beten. Wachsam sein in der Nachfolge, Jesus konsequent nachfolgen und nicht müde werden zu beten. Ich finde das spannend. Als der Ukraine-Krieg losging, da gab es Gebetsaufrufe. Wir beten, wir fasten. Und ganz komisch jetzt, wo der Israel-Krieg losgeht, wo die Hamas diese brutalen, entwürdigenden, schlimmen Terrorakte startet gegen Israel. Ich habe keine Gebetsbriefe bekommen von irgendwelchen Organisationen. Vielleicht sind sie an uns vorbeigezogen, ich weiß es nicht. Und Petrus sagt, werdet nicht müde zu beten. Er weiß wohl, dass man müde werden kann im Beten. Und dann sagt er, vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Das ist die nächste Gefahr. In solchen brutalen Zeiten, dass man angesteckt wird und die Liebe, so sagt Jesus, erkaltet. Denn Liebe sieht über viele Fehler hinweg, die Fehler der anderen. Und dann konkretisiert er das und er sagt, nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit.
wenn viele Gäste kommen, ihr gutes Essen serviert. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Er sagt also, bitte spekuliert nicht über die Zeichen und all die Dinge. Seid wachsam heißt nicht, deutet jedes Zeichen, sondern seid wachsam in der Nachfolge. Werdet nicht müde zu beten. Und passt auf, dass die Liebe nicht verloren geht in dem Ganzen. Ist verrückt. Die ganz großen Dinge, die laufen, beantwortet Petrus und auch Jesus auf der persönlichen Ebene. Und das will ich tun. Spekulationen sind Energieverschwendung. Und dass es anders geht, das hat uns der Fall der Berliner Mauer gezeigt. Dort wurde viel gebetet und niemand hätte es erwartet, dass die Berliner Mauer und die Wiedervereinigung kommt, ohne Gewalt und ohne Terror. Erschreckt nicht, sagt Jesus, erschreckt nicht. Es ist leider so. Schaut den Tatsachen in die Augen, dass in jedem Menschen, auch in euch, auch hier im Westen, irgendetwas Destruktives, Gewalttätiges steckt in jedem, wenn es drauf ankommt. Erschreckt also nicht, sondern schaut den Tatsachen ins Auge und dann seid wachsam, folgt mir nach, sonst wird es nicht besser in dieser Welt. Betet und lebt konsequent die Liebe, die ich euch vorgelebt habe. Das wäre eure Antwort und das ist meine Antwort. Wenn ich gefragt werde, sage ich, ich will den Tatsachen ins Auge blicken, auch der eigenen Bösartigkeit. Ich will mich von Jesus verwandeln lassen. Ich will wachsam sein in der Nachfolge. Ich will im Gebet bleiben, konsequent, treu. Und ich will die Liebe nicht mal ansatzweise vernachlässigen, sondern erst recht leben. Das ist meine Antwort, wenn ich gefragt werde, selber. Und ich danke Jesus, dass er diesen Weg so konsequent in seinem Leben gegangen ist. Ich wünsche euch viel Mut im Einüben der Liebe, der Wachsamkeit, in der Nachfolge und im Beten.